Hallo liebe Zuschauer, heute stelle ich euch den ersten Predator aus meinem Haul vor. Jeden Freitag kommt ein Review und von den vier Stück stelle ich euch heute als erstes den Scar Predator vor. Hat keinen richtigen Grund, ich finde ihn eigentlich richtig cool, nicht am besten, aber ich mag ihn sehr gern. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe, ich habe die Figur lang gesucht. Ich habe keine Originalverpackung mehr, weil ich habe die Figur gebraucht gekauft. Und der von dem ich die gekauft habe, der hat sie selber gebraucht gekauft. Also ich bin jetzt mindestens der dritte Besitzer von den Figuren. Auf jeden Fall, ihr seht euch die ganzen Accessoires. Ich habe keine Verpackung mehr. Dementsprechend brauchen wir kein Unboxing. Und wir können eigentlich direkt starten. Also das hier die Masked Variante. Also die Variante mit Maske, es gibt auch noch die ohne. Ich habe sogar den Kopf von der ohne. Das waren unterschiedliche Figuren. Also es gibt einmal mit Maske und einmal ohne. Dafür musste man jeweils zahlen. Das einzige, worin sich die beiden Figuren unterscheiden, ist, dass die Variante mit Maske, die hatte noch diese zusätzliche Hand dabei. Beziehungsweise die zusätzliche, die an der Figur dran ist. Das hier eine Greifhand, das andere ist eine Faust. Die andere Figur hat halt dann nur eine Greifhand und keine Faust für die Seite. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Also, die Faust ist eine ganz normale AVP Predator Faust. Wenn es fokussieren würde, wäre schön. Hier. Die muss man ranstecken und nicht andersrum. Normalerweise haben die ja so einen Knüppel, den man dann ins Handgelenk stecken muss. Hier ist es aber andersrum. Da ist so ein Balljoint am Arm. Wie gesagt, eine Greifhand. Damit kann er zum Beispiel das Schwert kann er damit zum Beispiel halten. Oder den Kombi-Stick, der ebenfalls dabei ist. Nur eine eingefahrene Variante, eine ausgefahrene haben sie sich gespart. Den tut man hier einfach so in den Finger. Den Nagel hier ein bisschen weg. Moment, dass ihr es auch seht. Zack, Kombi-Stick ist drin. Ja, die zwei Sachen könnt ihr damit halten. Dann haben wir noch einen Shuriken. Die sieht man relativ selten. Für die EVP-Figuren waren sie aber Standard. Schade, weil Shuriken sieht man echt selten. Es gibt ja nur noch die Ultimate-Figuren eigentlich. Ab und zu zum 30th Anniversary zu Predator 1 gab es noch ein paar normale Figuren, keine Ultimates. Aber so gut, es gibt ja eigentlich nur noch so gut wie Ultimates. Und mir fallen gerade nur zwei Stück ein, die so einen Shuriken hatten. Das ist der Lost Predator und der Lab Escape Fugitive Predator. Sonst fallen mir keine ein, die sonst so einen Shuriken noch hatten. Die haben alle die Smart Discs, aber die Shurikens sieht man nicht mehr. Das Schwert kann ich euch auch nochmal detaillierter zeigen. Das ist relativ Standard für die. Das hat so gut wie jeder dabei, der so ein Holster hat. Dann haben wir noch zwei Klingen dabei. Und der Scar Predator hat exklusive Risk Blades, soweit ich weiß. Der hat so sehr lange. Die sind, wenn ich es mal mit dem Predator vergleiche, circa so groß wie sein Schienbein, sogar größer. Nicht schlecht. Davon hat er natürlich zwei. Und dann hat er noch seinen Plasma Caster. Der hat ein paar Bewegungspunkte. Der hat, jetzt wieder Fokus bitte. Fokus bitte, danke dir. Also wir können das hier nach vorne und nach hinten schieben. Das ist eine Beweglichkeit. Dann können wir hier unten bewegen. Hier, zack. Dann können wir hier das Ding noch, Moment. Dann können wir es hier noch kippen. Oder auch ein bisschen nach hinten. Und hier oben können wir es auch noch drehen. Also ist eine gute Beweglichkeit, würde ich sagen. Reicht auf jeden Fall für einen Plasma-Caster.
Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Sachen an vom Scar Predator. Ich liebe diese AVP-Figuren, die haben so eine coole Rüstung. Leute, die keine Ahnung haben, die würden natürlich sagen, wenn man mehrere hat, die sehen ja alle gleich aus. Als ich meinem Vater meine Vitrine gezeigt habe, wie ich meine Predator eingeräumt habe, habe ich gemeint, da oben sind die neuen, die ich bestellt habe. Und er meinte, die sehen ja alle gleich aus. Ich habe gewusst, dass er sowas sagen wird, weil man sieht schon Unterschiede, aber es sind halt relativ leichte. Die sind sehr ähnlich von der Rüstung her. Und wenn es einen um Unterschied, um Abwechslung geht, kann ich die AVP-Dinger tatsächlich nicht empfehlen. Aber ihr seht die Details, die sind wunderschön. Die Rüstung ist wahnsinnig cool. Hier seht ihr das Teil, da könnt ihr das Schwert reinstecken. Wenn ihr so reinsteckt, dann biegt sich, dann wird es ein bisschen gebogen, bis ihr es dann richtig drin habt. Wobei ich glaube, hier geht es sogar relativ einfach. Ja, es wird reingesteckt. Bei manchen habe ich das Problem, dass sie so ein fettes Rüstungsteil hier haben, dass ich empfehle, das Bein einfach so nach hinten zu biegen. Dann kann man es nämlich einfach reinstücken und dann hat das Schwert keinen Widerstand. Die verbiegt sich dann ein bisschen, wenn es hier ran muss. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, das Schwert, das hält ganz gut, ist auf jeden Fall sicher und fällt auch auf keinen Fall raus. Fußbeweglichkeit, die Füße gehen so weit nach hinten, so weit nach vorne, so weit zur Seite, nach links und rechts. So. Ich finde, die AVP Predator haben mir die besten Fußgelenke tatsächlich, aber nicht den besten Split. Die Beine gehen so weit auseinander, die werden halt sehr blockiert durch diese Teile an der Seite. Genauso mit den Armen, ihr könnt die nicht weiter nach innen tun, weil die Rüstungsteile blockieren, dass sich der Arm weiter bewegt. Auch nach oben, ich möchte es nicht weiter tun wie so weit nach außen. Nicht, dass ich hier gleich einen Arm in der Hand habe. Nochmal kurz die Details ein bisschen anschauen. Hier hat er, glaube ich, einen. Das ist hier ein eingefahrenes Shuriken. Mal hier rum. Die Beine von hinten sehen so aus. Hier seht ihr die zwei Teile für den Plasmacaster. Das Handgelenk. Ihr könnt sehen, es ist nicht eingeschaltet. Ist ein bisschen verwunderlich, weil der Scar Predator schaltet seins ja tatsächlich ein. Hier hat er eine offene Hand, ihr habt auch keine Austauschbare für die Seite. Die ist immer offen, auch bei der Version ohne Maske. Dann habt ihr hier so zwei Schnüre. Und die könnt ihr. Ihr tut den Kopf ein bisschen zur Seite. Ich zeige euch das erstmal im Plasmacaster. Ihr könnt diese zwei Drähte hier hinten reinstecken. Das machen wenige. Ich persönlich mach's, weil ich bin zufrieden. Sonst, beziehungsweise sonst bin ich nicht zufrieden. Ich versuche es euch mal mit der Wrist Blade zu zeigen. Ihr seht hier zwei Löcher. Zwei Stück. Eins und zwei. Und da gehören die reingeschoben. Da gibt es ein paar Taktiken. Entweder versucht ihr die jetzt hier schon rein zu tun und tut es dann nur noch ranstecken. Oder ihr tut es halt erst ranstecken komplett. Aber dann habt ihr meistens so eine richtige Gefriemlerei damit. Bei mir scheint's. Vielleicht bekomme ich sogar hin. Das wäre meine riesige Ausnahme des auf Kamera was klappt, aber ich habe sogar reinbekommen. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr die Dreadlocks nicht einzwickt, aber dann ist der Plasmacaster fest. Ihr dreht den Kopf richtig und dann habt ihr die Schnüre fest. Finde ich cool, das haben wenige. Die wenigsten der wenigsten haben das. Plasmacaster richten und dann noch die Wrist Blades. Ich habe euch den anderen Arm noch gar nicht gezeigt.
Die gehören einfach hier vorne ran. Hier vorne, Moment, Fokus, sehr gut. Die werden hier vorne einfach reingeschoben. Eins. Und Moment. Eins und zwei. So, ist drin. Jetzt beide sind drin, sehr schön. Die gehen hier tatsächlich auseinander. Das ist nicht verbogen, das ist so gewollt. Das hat mich manchmal selber überrascht, aber das ist so gewollt. Und ich poste den Scar hier kurz. Das ist die MVP-Figur, man muss sie wirklich nicht sehr posen, dass sie dann schon wirklich gut aussehen. Zack. So sieht er aus. Und ich kann euch den Kopf hier nochmal zeigen. Der ist bei zwei Figuren vorhanden. Beim Scar, wie gesagt. Und beim Scarface Predator, den ich euch vorgestellt habe, bei dem ist es auch vorhanden. Allerdings halt komplett übermalt, dass man hier diese zwei Zeichen, die er sich markiert hat, gar nicht sieht. Ich mag den Kopf, der gefällt mir richtig gut. Der Scar Predator, den unterscheidet halt an der Maske seine zwei Zeichen. Hier. Moment, da muss ich. Jetzt habe ich keine Riskplates mehr. Mache ich sie mit dem Kombi-Stick. Hier oben. Und hier unten. Das unterscheidet ihn. Und ich mag auch dieses blaue Visier, was sie haben. Ja, mehr kann ich euch nicht zeigen. Das ist mein Review zum Scar Predator. Ich hoffe, euch gefällt es euch. Also, ich hoffe, euch gefällt es. So rum. Ich habe das ganz gut durchplant. Ich werde jeden Freitag ein Video hochladen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Wenn ihr es am Freitag seht, dann hat es wahrscheinlich geklappt. Ja. Nächste Woche stelle ich euch den Temple Guard vor. Danach den Ancient Predator und dann den Celtic Predator. Also in dem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.